beim weltgrößten und bedeutendsten Brustkrebskongress, dem San Antonio Breast Cancer Meeting, hat Herr Privatdozent Dr. Peter Dubski vom AKH Wien in der Plenarsitzung zum Thema genomische Tests zur individuellen Prognosebestimmung bei Brustkrebs einen Vortrag gehalten. Peter Dubski ist chirurgischer Onkologe am AKH Wien, an der Medizinischen Universität Wien. Können Sie uns die Bedeutung genomischer Tests zur Prognosebestimmung bei Brustkrebs erklären? Natürlich. Ich glaube, wir haben so in den letzten 10 Jahren eine ganze Reihe von genomischen Tests von unterschiedlichen Biotechnologiefirmen kennengelernt. Was wir grosso modo für alle diese Tests sagen können, ist, dass sie uns in der adjuvanten Therapieentscheidung bei der östrogenrezeptorpositiven, HER2-negativen Patientin eine komplementäre Information liefern. Das heißt, wenn wir vorher bei der rezeptorpositiven Patientin die Tumorgröße, den Nodalstatus, die Differenzierung und so weiter begutachtet haben, dann können wir, glaube ich, mit einer guten Datenbasis davon ausgehen, dass diese genomischen Tests uns eine zusätzliche Information liefern, was die Prognose der Patientin angeht. Jetzt muss man immer darauf achten, wer ist der Hersteller dieses Tests, wie wurde dieser Test validiert. Jene Tests, die auch in Österreich kommerziell erhältlich sind, sind gut validiert. Die wurden in großen, zwar retrospektiven Analysen, aber zum Teil auch in echten Phase-3-Studien, Biomarker-Samplen, gut validiert. Und man hat daher ein recht gutes Vertrauen, dass diese neue Form der Prognosebestimmung auch tatsächlich relevant ist für die einzelne Patientin. Wichtig ist, diese Bestimmungen sind natürlich nicht sinnvoll bei Brustkrebsformen, wo wir von vornherein mit den herkömmlichen Markern wissen, das ist eine Patientin, die eine Chemotherapie oder eine Chemoimmuntherapie braucht. Also ausgeschlossen sind die typischen aggressiven triple-negativen Brustkrebse, ausgeschlossen ist der HER2-überexprimierende Brustkrebs. Da arbeiten wir nach wie vor mit den normalen immunhistochemischen Markern und können eine sehr gute individuelle Entscheidung machen, pro oder contra Chemotherapie. Welche Patientin ist die Kandidatin zur Anwendung eines solchen Tests? Also so wie wir es derzeit praktizieren, sind das jene Patientinnen, die östrogenrezeptorpositiv sind, die keine HER2-Überexpression haben, die nicht mehr als 3 positive Lymphknoten in der Aufarbeitung ihrer Pathologie haben. Und wenn wir bei diesen Patientinnen dann anhand der ohnehin bestimmten Markern sehen, da ist keine eindeutige Indikation für eine Chemotherapie, zum Beispiel, weil sie schlecht differenziert ist oder ohnehin einen 6 cm großen Tumor hat, sondern Patientinnen, die so ein intermediäres Risiko haben. Und ich glaube, die Erfahrung, die wir alle als Onkologen machen, dass es genau bei diesen Patientinnen besonders schwierig ist zu diskutieren, ist eine Chemotherapie sinnvoll, ja oder nein? Und wenn wir dann in so einem Fall einen genomischen Test einsetzen, dann kann dieser Test einfach noch einmal eine Prognosebestimmung machen. Und vor allem in dem Fall, wo die Tests ein niedriges Risiko zeigen, kann man, glaube ich, mit einem sehr hohen Grad an Evidenz sagen, diese Prognose ist sehr, sehr gut. Man kann sagen, dass diese Patientinnen, wenn man sie 10 Jahre lang verfolgt, ein, sagen wir mal, Fernmetastasenrisiko haben, das deutlich unter 5% liegt. Und in so einem Fall, glaube ich, kann man dann auch sagen, eine Chemotherapie ist vermutlich nicht notwendig. Und das ist einfach eine, glaube ich, sehr gute Entscheidungshilfe. Wird das Ergebnis dieser Tests bereits für therapeutische Konsequenzen genutzt oder sprechen wir noch über Zukunftsmusik? Diese Tests sind in Österreich kommerziell erhältlich. Es gibt derzeit 3 Firmen, die in Österreich anbieten. Das ist der Endopredict-Test, MammaPrint von der Firma Agendia und der Oncotype-DX-Test von Genomic Health. All diese Tests kann man heute einschicken. Es wird derzeit zumindest weitgehend von einzelnen Krankenhäusern schon, aber generell nicht refundiert. Aber wir können diese Tests bereits einsetzen. Wir haben im Rahmen von einer Entscheidungsstudie an der Medizinischen Universität jetzt erstmalig den Test von Agendia, den MammaPrint-Test, in der klinischen Erfahrung eingesetzt, wo wir schlicht und einfach eine sogenannte Decision-Making-Study gemacht haben, also eine Entscheidungsfindungsstudie, wo wir uns einfach anschauen, wie entscheidet ein Tumorboard, also ein interdisziplinäres Konsil, wenn es anhand der normalen Marker entscheidet und dann die Information des Tests dazu bekommt. Und da sehen wir ganz deutlich, dass
sagen wir mal, in gut 15-20% der Fälle eine echte Entscheidungsänderung eintritt durch einen genomischen Test. Erfreulicherweise in der Mehrzahl dieser Entscheidungen geht es weg von der Chemotherapie und zur endokrinen Therapie hin. Das heißt, das ist nicht Zukunftsmusik, das ist erhältlich, das ist auch durchaus einsetzbar. Und wird auch genutzt bereits, um die therapeutische Entscheidung anzupassen. Wird auch genutzt in einzelnen Häusern. Ich glaube, die Achillessehne der Sache derzeit, diese Tests sind teuer. Sie kosten zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Und wenn eine Patientin so etwas selber zahlen muss, fällt es mir persönlich sehr schwer, das einer Patientin im Einzelfall zu empfehlen. Jetzt haben Sie ja in San Antonio eigene Daten präsentiert, die dort auf sehr großes Interesse gestoßen sind. Können Sie noch was zu Ihrer eigenen Studie sagen? Ja, natürlich. Das war eine fantastische Erfahrung für uns alle. Wir haben in den letzten 5 Jahren einen dieser Tests mitentwickelt und validiert. Das ist der Endopredict-Test von der Firma Cividon. Wir haben da in einem ersten Schritt in den ABCSG-Studien 6 und 8 die tatsächliche Validierung in einem sehr guten Datensatz, der uns ja allen auch bekannt ist, vorgenommen. Diese Validierung haben wir hochrangig publizieren können und die hat auch ein tolles internationales Echo. In einem nächsten Schritt haben wir die Idee gehabt, dass es nicht nur um diese Prognosebestimmung der ersten 5 Jahre nach der Operation gehen könnte, sondern dass wir auch heute nach den ersten 5 Jahren weiter therapieren in der sekundäradjuvanten Therapie. Und dass es dann natürlich auch relevant ist zu sagen, sagt dieser genomische Test, der zum Zeitpunkt der Operation ausgeführt wird, auch etwas über die Metastasierung nach 10 Jahren aus, also die späte Metastasierung. Und das ist ja irgendwo eine durchaus mutige Hypothese nach 10 Jahren. Die Patientin hat vielleicht Gewicht zu, abgenommen, hat Lebenskrisen hinter sich, hat sich ganz verändert. Also die Hypothese zu stellen, dass dann immer noch der Tumor verantwortlich ist für das, was nach 10 Jahren passiert, ist eine mutige. Das war aber so. Wir haben sehr deutlich zeigen können, dass dieser Endopredict-Test auch im 10. Jahr die späte Metastasierung ziemlich genau identifizieren kann. Um genau zu sein, ist es so, wenn wir diese späte Metastasierungsgruppe anschauen und die in dem Low-Risk-Bereich sind, also dort, wo der Test sagt, geringes Risiko, dann ist es tatsächlich nur 1,8% dieser Patientinnen, die in dem 10. Jahr eine Fernmetastasierung haben. Und wenn man das von vornherein weiß, dann stellt sich natürlich die Frage, ist es hier wirklich notwendig, vielleicht nach dem 5. Jahr endokrine Therapie weiter zu therapieren? Das ist was ganz, ganz Neues. Die Daten sind natürlich noch nicht validiert, sie sind noch nicht reproduziert, aber es war sicher eine tolle Erfahrung, ein ganz starkes internationales Echo jetzt einmal drauf zu bekommen. Und wir warten natürlich sehr stark, dass andere Studiengruppen das jetzt reproduzieren. Wir haben jetzt ganz zuletzt am selben Meeting ähnliche Daten von einem amerikanischen Test gesehen, der auch ähnliche Gene wie wir bearbeitet und der auch genau das in ganz ähnlicher Weise zeigen kann. Also es scheint so zu sein, dass proliferative Gene oder solche Gene, die mit der Zellteilung verknüpft sind, für die frühe Metastasierung, aber der Östrogenrezeptor und sein Signal in die Zelle hinein sehr stark mit der späten Metastasierung zusammenhängen. Das ist jetzt noch Wissenschaft, das muss noch validiert werden, aber das ist eine spannende Sache und da kann die ABCSG schon ein bisschen stolz drauf sein. Aus jetziger Sicht, wie sicher würden Sie diesen Test einschätzen vom Testergebnis? Ich denke, für die Prognosebestimmung in den ersten 5 Jahren haben wir sehr, sehr gute Daten. Und jene Tests, die derzeit kommerziell erhältlich sind, sind gut validiert und auf die kann man vertrauen. Ich glaube, wenn sie in der richtigen Indikation eingesetzt werden, dann sollte man das auch tun. Ich glaube, sie haben wirklich einen Mehrwert für die Patientin. Was diese Geschichte, die wir zuletzt besprochen haben, mit der späten Metastasierung angeht, das ist klinische Wissenschaft, das ist klinische Forschung, das wird noch einige Jahre dauern, bis wir uns wirklich trauen zu sagen, das ist relevant für die Routine. Herr Dr. Dubski, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.